Moin Leute. Wie und warum speichere ich Strom für ein ganzes Land wie Deutschland und das über Wochen bis zu Monaten? Ja? Wie man das macht bzw. wie man es machen wird, erkläre ich euch genau heute. Ja, es wird um Flywheels, um Gravitationsspeicher und auch Wasserstoff als Speichermöglichkeit gehen. Ja? Denn genau hier könnte Wasserstoff tatsächlich eine wichtige Rolle einnehmen. Also los geht's und viel Spaß dabei. Es gibt jede Menge Verfahren, wie ich Wasserstoff herstellen kann, und das Thema wäre eigentlich schon mehr als nur eine eigene Folge wert. Heute geht es aber mehr um die Anwendung von Wasserstoff und um saisonale Stromspeicher an sich. Deswegen werde ich nur eine ganz super kurze Wasserstofffarbenkunde geben und noch eine kurze Begründung, warum ich persönlich blauen Wasserstoff für problematisch halte, und euch noch einige Beweise liefern, die meine Thesen da unterstützen. Okay, fangen wir mit grünem Wasserstoff an. Das ist im Prinzip eigentlich sehr einfach. Bei der Elektrolyse, die ich dafür brauche, da oben zeige ich euch mal das Schema, wird in einer Anlage, dem sogenannten Elektrolyseur, Wasser genommen, und also H2O, und in seine Bestandteile Wasserstoff, H2 und Sauerstoff, O, zerlegt. Vereinfacht beschrieben geschieht das, indem ich im Gleichstrom, oben ist es durch das Solarpanel verdeutlicht quasi, durch einen sogenannten Elektrolyten, das ist in der Regel das Wasser, geleitet wird. Und das in einer Membran, da wird das Wasser quasi in seine Bestandteile getrennt. An der negativ geladenen Kathode sammelt sich dann der Wasserstoff und an der Anode der Sauerstoff. Ja. Der Wirkungsgrad der gezeigten Methode liegt irgendwo so zwischen 60 bis 85%. Also das sind sehr ungenaue Werte, ich weiß, aber so ungefähr um den Dreh. Also ein ganz ordentlicher Teil meiner eingesetzten Energie verliere ich dabei. Ja, und wenn das komplett mit regenerativen Energien geschieht, also wie zum Beispiel Solar- oder Windkraft, dann ist das sogenannter grüner Wasserstoff. Also eigentlich, das ist eine ganz gute Sache. Für das Video ist aber auch noch, zumindest kurz, blauer Wasserstoff von relativ großer Bedeutung. Und deswegen zeige ich euch ganz kurz, was das ist. Ja? Hier nimmt man statt dem Wasser, also der Prozess von eben, fossiles Erdgas, ja? Was ja aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht, und spaltet das dann mit Hitze in H2, also in Wasserstoff, und in CO2 auf. So, und jetzt natürlich das Problem, was mache ich mit dem CO2? Das ist ja irgendwas, was ich gar nicht haben will. Das möchte ich nicht in die Luft entlassen. Ja? Wenn ich dann dieses CO2 quasi einfange und dann irgendwie im Boden speichere oder anderweitig nutze, dann spricht man von blauem Wasserstoff. Also ich nehme das CO2 und packe das irgendwie in irgendeiner Form unten in eine Kaverne oder sonst irgendwie rein, und dann haben wir blauen Wasserstoff. Ich zeige euch gleich auch nochmal oder spreche kurz darüber, wie grün der blaue Wasserstoff wirklich ist, denn da gibt es nämlich auch ein paar Probleme leider, auch technische. Wenn man das ganze CO2, von dem ich eben gesprochen habe, was bei diesem Prozess entsteht, nicht in den Boden pumpt, also den Boden packt und da speichert, sondern einfach in die Luft entlässt, so wie es momentan gemacht wird, dann spricht man von grauem Wasserstoff, und das ist ein echter Klimakiller. Macht es Sinn, irgendwie blauen Wasserstoff als Übergangslösung zu nehmen? In meinen Augen nein, denn blauer Wasserstoff ist laut dieser Quelle in seinem CO2-Abdruck deutlich klimaschädlicher als Erdgas, ja, und auch als Benzin. Hier ist ein Bild dazu, hier könnt ihr den Vergleich sehen. Hier ist der CO2-Fußabdruck von verschiedenen fossilen und von blauem Wasserstoff und grauem Wasserstoff aufgemalt. Ja? Warum ist jetzt irgendwie blauer Wasserstoff hier so verdammt schlecht? Ja? Das sind die zweitschlechtesten Werte hier. Die Begründung liegt einfach daran, dass bei der Herstellung von blauem Wasserstoff Methan freigesetzt wird. Ja? Und Methan ist ungefähr nochmal 25 mal klimaschädlicher als CO2 und bleibt auch wesentlich länger in der Atmosphäre. Das passiert zum Beispiel über unvollständige Verbrennungen bei der Herstellung von Wasserstoff oder auch einfach über Leckagen bzw. Diffusionen, die halt immer auftreten. Die kann ich nicht vermeiden. Und die Autoren dieser Studie, das sind zwei Professoren aus der Uni Stanford und der Uni Cornell, also die sind nicht dumm, die sagen, dass es eigentlich unmöglich ist, natürliches Gas zu fördern und zu verwenden, ohne dass ein gewisser Anteil an Methan entweicht. Ja? Schauen wir uns jetzt mal an, wie viel wir importieren wollen und wie viel wir selber herstellen. Ja? Schauen wir uns in der folgenden Grafik nochmal an, da seht ihr zwei Balken. Der linke Balken stellt das minimal vorstellbare Szenario dar, also wenn wir ganz, ganz wenig Wasserstoff verbrauchen würden, und der rechte Balken das maximale Szenario, also wo wir ganz extrem viel verbrauchen würden. Das ist so das, was die sich vorstellen konnten in dieser Studie. Blau ist
der Teil, den wir importieren wollen. Und der rote Teil davon ist das, was wir selber herstellen. Also ganz einfach gesagt, seht ihr hier sofort, wir importieren fast unseren kompletten Wasserstoff. Ja? Und das ist auch der Plan laut der Wasserstoffstrategie der Regierung. Also das ist kein Geheimnis. Schaut man sich dann noch die Aussagen von zwei CDU-Abgeordneten an, Quelle hier unten, dann wird klar, es ist halt geplant, das Zeug zwar erst aus Russland zu importieren. Das ist jetzt grundsätzlich nicht schlimm, aber trotzdem muss man jetzt einfach nochmal zusammenfassen, dass wir halt extrem klimaschädlichen Wasserstoff aus einem autokratisch geführten Staat, von dem wir uns nochmal abhängiger machen, importieren. Und im Prinzip habe ich da auch nichts gegen. Ich mag persönlich diese Scheinheiligkeit oft nicht. Auf der einen Seite wird Russland sehr stark kritisiert, auf der anderen Seite ist man sich dann aber auch nicht zu fein, das Gas zu nehmen. Ja, also das ist halt immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich weiß, man ist auch darauf angewiesen, aber sehr konsequent ist das Ganze natürlich nicht und kein schönes politisches Auftreten in meinen Augen. Zudem bin ich auch der Meinung, dass es nicht sehr zielführend ist, immer dieselben Fehler zu machen und irgendwelche Übergangslösungen zu nehmen. Ja. Aber okay, sparen wir uns das Thema jetzt, sondern kommen wir zum saisonalen Stromspeicher, weil das ist nämlich ziemlich cool und das ist wahrscheinlich auch das allerwichtigste Thema unserer Zukunft, unserer gemeinsamen. Also gucken wir es uns an. Okay, was sind denn eigentlich saisonale Stromspeicher? Wie sind die definiert? Das ist eigentlich total einfach. Also zum Beispiel Wind- und Solarenergie, die wir ja stark ausbauen im Moment, die gibt es natürlich nicht das ganze Jahr über und die schwanken halt über das Jahr ganz extrem. Ja? Deswegen benötigen wir einfach Speicher, um halt den Strom auch in schlechteren Zeiten sozusagen verwenden zu können. Jetzt natürlich die große Frage, wie lange müssen wir denn speichern? Ja, und tatsächlich sind Wind und Solar jeweils natürlich auch einer starken Saisonalität unterlegen. Und in dieser Grafik könnt ihr das nochmal super erkennen. Unten auf der horizontalen Achse seht ihr da die Monate von Januar bis Dezember. Und in Blau ist praktisch die gelieferte Energie der Windkrafträder über das gesamte Jahr gesehen. In Rot die Solarenergie. Und in Schwarz, das ist die coole Grafik, beide zusammen, ja, also einfach addiert praktisch. Das ist ziemlich cool, oder, wenn man es anguckt. Also Wind gibt es eher im Winter und Solar halt eher im Sommer. Und wenn man das Ganze sich jetzt mal die schwarze Kurve ansieht, dann sehen wir halt, Wind und Solar ergänzen sich nahezu perfekt. Ja. Also in den kälteren Jahreszeiten gibt es halt mehr Wind und im Sommer halt mehr PV. Und jetzt natürlich die große Frage, was heißt das jetzt überhaupt? Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wie wir vielleicht gedacht haben. Vereinfacht gesagt heißt das, wir müssen vermutlich nicht Strom über das gesamte Jahr speichern, sondern halt eher über Wochen oder höchstens wenige Monate. Also wenn mal wirklich längere Flauten da sind oder wenn der Verbrauch stark hochgeht. Und wenn man sich jetzt mal oben anguckt, dann erscheint das eigentlich machbar. Natürlich spielt auch der Stromverbrauch eine große Rolle. Der Stromverbrauch ist tatsächlich relativ konstant über das gesamte Jahr gesehen, relativ. Ja. Im Winter ein bisschen mehr. Da sind wir so im Bereich von 5 bis 6% maximaler Differenz zwischen dem schlechtesten Monat und dem höchsten Monat sozusagen oder dem höchsten und dem niedrigsten Verbrauch. Das sind natürlich immer noch enorme Mengen, von denen wir da reden, aber es ist spannend. Ja? Und wenn es euch interessiert, wie der Verbrauch aussieht, dann schaut euch die Quelle an, die ich unten verlinkt habe. Ist eigentlich ganz cool. Durch den verstärkten Einsatz von E-Autos, von Wärmepumpen und so weiter kann sich das natürlich noch verstärken. Also die Saisonalität natürlich, wenn ich im Winter ganz viele Wärmepumpen anschmeiße, dann wird vermutlich auch mein Stromverbrauch steigen in der Zeit. Also was muss denn nun so ein Speicher eigentlich überhaupt können? Also so ein langfristiger Speicher. Ja? Ganz einfach gesagt, er muss halt einfach riesige Mengen speichern können. Also er muss halt einfach sehr viel aufnehmen können an Energie und er muss diese auch lange halten können. Also er darf nicht irgendwie viel Energie verlieren über eine längere Zeit. Ja? Damit fallen eigentlich schon sehr, sehr viele Stromspeicher weg. Ich habe oben nochmal eine saucoole Grafik von der australischen Uni gefunden, die das echt saucool zusammengefasst haben. Und die zeigt so ungefähr, wo die verschiedenen Speicher so grob liegen und welches überhaupt gibt. Ja? Auf der unteren Achse seht ihr die Speicherkapazität aufgetragen, also wie viel Energie kann der jeweilige Speicher im größeren Format so grob speichern, so ungefähr. Ja? Das ist jetzt alles nicht ganz exakt, aber so Pi mal Daumen kommen wir damit hin. Um das Ganze so ein bisschen besser sich vorstellen zu können, habe ich mal einen roten Punkt eingezeichnet, der zeigt euch, wo der Verbrauch von ganz Deutschland an einem Tag ungefähr liegt. Ja? Das sind ungefähr 1,5 Milliarden Kilowattstunden. Das ist schon verdammt viel. Ne?
Und der blaue Punkt ist so ungefähr, wo so der Verbrauch eines einzelnen Haushalts liegt. Ja, ich habe das jetzt so zwischen 2 und 10 Kilowattstunden angenommen. Ich weiß, es ist total unterschiedlich, aber so Pi mal Daumen kommt das ungefähr hin. Die Größenordnung passt. Auf der vertikalen Achse ist die Entladezeit aufgetragen. Ja, also hier geht jetzt ein, wie viel Power kann ich der ganzen Geschichte sofort entnehmen, also diesem Speicher entnehmen. Ja, also kann ich auch sehr starke und sehr große Verbraucher damit gut bedienen oder halt auch nicht. Für die Nerds ist quasi, das ist der minimale oder der maximale Energieinhalt geteilt durch die maximal mögliche Leistung des Speichers. Also das gibt er an. Für die genaue Spezifikation lest halt unten das Paper, da habe ich es raus. Okay, ganz unten links sind Schwungräder oder auch Flywheels genannt. Ja, das Prinzip ist total einfach und auch irgendwie cool. Ja. Habe ich einfach zu viel Strom oder Energie, dann bringe ich so ein großes und besonders schweres Rad zum Drehen. Ja. Also ich bringe das einfach nur zum Drehen mit einem Elektromotor sozusagen. Und wenn sich so ein Teil erstmal dreht, dann kennt ihr das wahrscheinlich, dann dreht es sich und bleibt auch in diesem Zustand. Das ist einfach träge, das hat keinen Bock, sich daraus zu bewegen. Ja. Möchte ich dann jetzt irgendwie Energie von dem Ding wieder entnehmen? Und dann ist es so bildlich gesprochen, als würde ich einfach so ein Fahrraddynamo da dran halten und damit Strom erzeugen. Dann wird das Rad wieder langsamer und ich kann damit Strom erzeugen, so lange, bis sich das Rad einfach nicht mehr dreht oder es zu langsam ist und die Geschwindigkeit nicht mehr ausreicht, um die Spannung zu erzeugen, die ich gerne hätte. Also eigentlich total simpel das Ding, ne? Problem ist natürlich, das Rad wird von selbst langsamer, also durch die Luftreibung und einfach durch die Kugellager. Ich zeige euch hier nochmal so ein total abgefahrenes Ding von der NASA. Die haben so ein Teil gebaut, die haben da dieses Rad magnetisch gelagert, also praktisch fast reibungsfrei. Und haben auch noch ein Vakuum im Inneren erzeugt. Das heißt, damit fallen die beiden großen Verluste eigentlich fast vollständig weg. Ja, leider verbraucht die Aufrechterhaltung des Vakuums natürlich auch Energie und das macht es dann eigentlich nur interessant für kurzfristige Speicher. Aber dafür ist es tatsächlich auch eine ganz nette Geschichte, weil die Teile halten super lange. Also das könnt ihr euch vorstellen, da kann nicht so schrecklich viel kaputt gehen und selbst wenn, kann ich es einfach austauschen. Das ist kein großes Problem. Ich kann das Teil vollständig laden und entladen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so wie bei einem Akku, dass ich irgendwie nur 80% der Kapazität nutzen sollte oder sowas. Und die Teile können richtig, richtig Power liefern. Also ich kann ja sau viel Energie entnehmen in kurzer Zeit. Das ist natürlich auch irgendwas, was gut ist. Das heißt, als kurzfristiger Speicher richtig gut geeignet und eine interessante Technologie tatsächlich. Und so einfach, ja. Also so, ich mag immer so einfache Sachen. Okay, natürlich, was kommt noch? Batterien, ja. Klar, mein Megathema, ja, also moderne Batterien, zum Beispiel, also natürlich Akkus, von denen wir hier reden. Nehmen wir mal Lithium-Eisenphosphat oder ganz, ganz neu die Natrium-Ionen-Akkus, die jetzt Kettle vor kurzem gezeigt hat. Die sind für die Speicherung von Energie eigentlich mega gut geeignet. Die bieten einen relativ hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Selbstentladung und eine niedrige bis mittlere Energiedichte. Nachteile sind sicherlich die problematische Rohstoffbeschaffung, zum Beispiel bei Lithium oder auch bei Kobalt. Bei Natrium-Ionen-Akkus kommt beides nicht vor. Also auch das wäre etwas, was man vielleicht zukünftig nicht mehr hat, also dieses Rohstoffproblem. Zudem ist die Power, die ich entnehmen kann, in der Regel begrenzt. Ja, also ich kann nicht so richtig viel Power, so richtig Leistung entnehmen. Wenn ich so einen Mega-Verbraucher da habe, dann reicht das oft einfach nicht aus. Zudem sind die Kosten bei den Dingern halt leider relativ hoch. Also das macht es dann für langfristige Speicher halt im Moment zumindest nur bedingt geeignet. Ja, für mittel- und kurzfristige Speicher ist es aber sehr, sehr sinnvoll und wird ja auch schon gemacht. Ich zeige euch hier mal ein Bild von Tesla, wo so ein großes Batteriepack eine Ladestation für E-Autos versorgt. Also eine coole Sache eigentlich. Und natürlich den Sicherheitsaspekt nicht zu vergessen. Die Teile können in der Regel halt auch einfach brennen und das darf ich natürlich nicht vergessen. Als nächstes kommen Luftdruckspeicher. Die möchte ich jetzt einfach mal aus zeitlichen Gründen überspringen. Das ist nicht wertend gemeint oder so, aber ich würde lieber direkt zu Pumpspeicherkraftwerken kommen. Vielleicht können wir darüber über Luftdruck sogar noch mal eine eigene Folge machen, weil das auch relativ komplex ist tatsächlich. Pumpspeicherkraftwerke sind momentan die dominante Technik, um große Überschüsse an Energie zu speichern. Das ist echt interessant. Das Prinzip ist mega easy, ja. Ich zeige es euch hier oben. Habe ich Stromüberschuss, also ich habe jetzt irgendwie meine Solaranlagen und meine Windkraft läuft auf volles Rohr und wir verbrauchen alle viel zu wenig, dann pumpe ich einfach Wasser an den Berg hoch, also einen ganzen See zum Beispiel, und lager das dann oben in dem See. Brauche ich die Energie dann wieder, dann lasse ich das Wasser einfach wieder runter fließen und jage es durch eine Turbine, die dann angetrieben wird. Also im Prinzip eigentlich wieder so eine Art Dynamo, eine Fahrraddynamo, ne? Also ich
drehe einfach so eine Turbine, die dreht sich, dann erzeuge ich Spannung und die kann ich abgreifen. So, der Wirkungsgrad bei diesen Dingern liegt so ungefähr bei 75 bis 80%, für die Größe tatsächlich sehr beachtlich. Ich kann sehr viel damit speichern. Momentan haben wir in Deutschland so ganz grob 40 Gigawattstunden an Pumpspeicher, ja, installiert tatsächlich. Das ist schon ganz ordentlich. Natürlich ist hier der größte Nachteil irgendwie, du benötigst halt Wasser, also in der Regel tatsächlich schon so einen See und einen großen Berg oder einen möglichst hohen Berg. Und das geht dann natürlich nicht überall und das ist natürlich einleuchtend. Also das macht es leider ein bisschen schwieriger. Okay, was gibt's noch? Es gibt noch Gravitationsspeicher, die auch noch erwähnenswert sind. Und die fehlen leider in der Grafik und viele Leute kennen dieses wunderbar einfache Prinzip nicht, deswegen nenne ich es euch auch noch mal kurz. Das ist eigentlich sehr einfach. Das funktioniert so, wenn ich wieder Stromüberschuss habe, also ich produziere wieder mehr Strom, als ich verbrauche, dann ziehe ich einfach ein ganz schweres Gewicht hoch, irgendwie einen Betonklotz oder sonst irgendwie was, und warte dann oben, ja? Und wenn ich jetzt wieder Energie brauche, lasse ich das Teil einfach runter und durch die Schwerkraft treibe ich dann einfach quasi einen Generator damit an. Mehr ist es nicht. Also es ist super, super easy und auch irgendwie total spannend. Die Firma Energy Vault tut genau das, ja. Die benutzen Kräne und ziehen damit Bauschutt nach oben, was auch cool ist, weil man mit dem Bauschutt sonst oft nichts mehr anderes anfangen kann. Also das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Anwendung von Bauschutt. Ein Prototyp von dem Ding kann bereits 35 Megawattstunden an Energie speichern. Das ist tatsächlich schon eine ganze Hausnummer. Und auf dem Bild, was ich euch hier oben nochmal zeige, da sind so ein bisschen die Stromgestehungskosten verschiedener Speicherlösungen aufgetragen, ja. Was heißt das? Stromgestehungskosten? Mit Stromgestehungskosten lassen sich sozusagen jetzt hier in dem Fall verschiedene Speicherlösungen kostenmäßig ganz gut vergleichen. Da steckt dann drin, also die Investition für die Anlage, die laufenden Kosten, die Lebensdauer und so weiter. Das ist ein relativ guter Wert, um so verschiedene Speicher oder auch Erzeuger irgendwie miteinander kostenmäßig vergleichen zu können. Also ihr seht jetzt hier in dem Bild auf jeden Fall, dass diese Art der Anlage kostenmäßig verdammt gut abschneidet, ne? Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie groß man die skalieren kann, da die Speicherfähigkeit der Anlage natürlich hauptsächlich vom Gewicht und der Höhe ausgemacht wird. Das ist logisch. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das Projekt weitergeht. Und die Daten und Bilder habe ich auf Anfrage hin von Energy Vault zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen Dank dafür. War echt spannend. Okay, ich zeige euch hier oben nochmal das Bild mit den Speicherungsmöglichkeiten von eben und ihr seht halt, Wasserstoff und Methanisierung sind hier mega, mega weit oben rechts und genau das wollen wir für saisonale Speicher haben. Und die große Frage ist natürlich jetzt irgendwie, wenn meine PV- und Windkraftwerke seit Wochen komplett durchdrehen und die liefern wie verrückt und die Leute und die Industrie sind alle mega auf Sparkurs beim Strom und ich habe einen riesigen Überschuss, kann ich jetzt mit dem überschüssigen Strom und mit Wasser, was ich habe, dann Wasserstoff erzeugen und diesen dann überhaupt länger speichern. Das Problem ist nämlich an Wasserstoff, das Zeug ist verdammt flüchtig, also es ist einfach ein ganz kleines Atom und es ist auch noch sehr, sehr reaktiv. Zu dem Thema komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer, aber die kurze Antwort auf die Frage, ja, das geht. Und es ist aber nicht einfach tatsächlich. Die nächste Frage ist natürlich, wann macht das überhaupt Sinn, ja? Das Ganze macht tatsächlich nur Sinn, wenn ich wirklich Energie im Bereich von Wochen bis Monaten speichern muss. Weil genau dann habe ich praktisch keine Alternative. Weder Batterien noch sonst irgendwelche Lösungen sind dafür wirklich geeignet, ja? Das Ganze wird aber auch erst interessant, wenn der Anteil an unseren erneuerbaren Energien, also an der erneuerbaren Stromerzeugung, über 60% bzw. über 80% liegt, ja? Ihr seht, selbst die Fachliteratur ist sich hier nicht total sicher, ist auch, glaube ich, sehr schwer abzuschätzen. Grundsätzlich gilt aber, das kann man halt immer sagen, je höher der Anteil an regenerativen Energien, desto höher ist die Notwendigkeit von saisonalen Stromspeichern, also sowas wie H2 oder Methanisierung. Ja, gleich komme ich ja mal ein bisschen näher darauf. Bei der jetzigen Ausbaugeschwindigkeit haben wir also noch jeder Menge Zeit. Ja, also nee, ich, wie gesagt, Scherz, ich hoffe, die Jungs von der Regierung machen da jetzt mal echt Gas, wird wirklich höchste Zeit. Okay, kommen wir nochmal auf die Lagerung zu sprechen. Ja, jetzt haben wir das große Problem, ich habe riesige Mengen von Wasserstoff und muss die halt auch lange lagern. Und jetzt die große Frage, ist das überhaupt machbar? Ja, wie ich schon gesagt habe, ja, das geht. Aber Wasserstoff hat auch, wie gesagt, die wunderbare Eigenschaft, super flüchtig zu sein. Also der wandert durch fast alle Materialien einfach durch. Also das ist echt ein Problem mit dem Zeug. Und zudem ist er halt auch noch einfach mega reaktiv, ja.
Das heißt, einmal bei Berührung mit der Luft knallt es, ja, also reagiert mit dem Sauerstoff und das kann dann halt ordentlich knallen. Also einfach gesagt, bei Berührung mit der Luft knallt es und er reagiert halt einfach gerne mit allen möglichen Stoffen. Zudem versprödet er halt auch gerne Metall. Ich zeige euch hier nochmal ein Bild einer Rissbildung eines Metalls durch die Einwirkung von Wasserstoff. Ist schon krass, oder? Also wirklich ein fetter Riss. Das ist jetzt wirklich nur durch den Wasserstoff entstanden. Also ich fand das heftig, habe ich noch nie gesehen sowas. Okay, aber Fakt ist, das Zeug zu lagern ist halt sehr schwierig, ja, vor allem riesige Mengen. So, wie ist jetzt die Idee? Wie können wir das machen? Ja? Grundsätzlich ist die direkte Lagerung von Wasserstoff zur saisonalen Speicherung von Energie eigentlich sehr, sehr schwierig und fast unsinnig, ja, da ich es in großen Mengen einfach nicht gut lagern kann. Wenn man aber größere Mengen lagern muss, ja, dann wird das momentan in großen unterirdischen Salzkavernen oder in einen alten Gaskavernen gespeichert. Hier mal so ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, ein hübsches Beispiel. Das Ganze funktioniert auch sehr gut, nur leider liegt der Wirkungsgrad bei diesen Riesenspeichern nur bei 40%. Also ich verliere den größten Teil eigentlich meiner Energie und das ist schade. Das Ganze brauche ich für industrielle Anwendungen, wo ich den H2 in der Regel wirklich direkt als Chemikalie brauche. Ja? Da macht es dann aber auch Sinn, weil ich brauche ihn. Ohne den kann ich den Prozess, den ich da habe, einfach gar nicht erst durchführen. Ohne Wasserstoff geht's nicht. So, der nächste Punkt ist tatsächlich Methan, also Methanisierung. Und dazu müssen wir ganz kurz erklären, was Power-to-Gas-Verfahren sind. Ja? Das Erzeugen von Wasserstoff mit Wasser und Strom ist tatsächlich auch schon ein Power-to-Gas-Verfahren. Aber wir wollen nochmal gerade darauf eingehen, wie das mit Methan funktioniert. Da kann man das nämlich auch machen. Ich erkläre euch das nur mal ganz kurz und möglichst einfach, damit es auch wirklich so jeder verstehen kann. Als erstes haben wir unseren grün hergestellten Wasserstoff aus irgendeiner Elektrolyse als Ausgangsmaterial. Im zweiten Schritt kann ich dann praktisch mit Kohlenstoffmonoxid oder CO2 und den grünen Wasserstoff, den ich hergestellt habe, über ein Methanisierungsverfahren, welches natürlich dann auch Strom benötigt, dann Methan herstellen. Das geht tatsächlich relativ direkt. Das CO2 oder das Kohlenstoffmonoxid kann ich tatsächlich auch aus der Luft rausfiltern. Also ich könnte theoretisch CO2 aus der Luft ziehen. Also ich kann damit wirklich direkt die Konzentration von CO2 in der Luft reduzieren. Also das ist cool. Das gibt natürlich da auch gewisse Schwierigkeiten und die betreffen hauptsächlich den Wirkungsgrad, ja, weil dieser liegt bisher bei ca. 30-54%. Bei neueren Forschungen, also neueren Anlagen, die jetzt relativ aktuell sind, kommt man tatsächlich aber auch schon auf 75%. Wie macht man das? Was ist der Trick? Der Trick ist eigentlich recht simpel. Ich nehme die Wärme, die bei der Umwandlung von Wasserstoff in Methan entsteht, für die Erzeugung vom Wasserstoff selbst. Also ganz am Anfang bei der Erzeugung des grünen Wasserstoffs kann ich diese Wärme nutzen und damit meinen Wirkungsgrad dort verbessern. Und das verbessert mir dann meinen Gesamtwirkungsgrad. Also im Prinzip nutze ich eigentlich nur die Abwärme, die ich habe, die ich sowieso habe, die ich nicht verhindern kann und nutze die nochmal in meinem Prozess, um halt das Ganze effizienter zu machen. Also eigentlich eine sehr sinnvolle Geschichte. Okay, unser fettes Erdgasnetz als Speicher. Eigentlich eine interessante Idee. Was ist da angedacht? Nutzen wir unser Gasnetz einfach als Speicher für Wasserstoff oder für dieses Power-to-Gas-Methan, was wir erzeugt haben, ja? Warum? Weil dieses Netz, was wir haben, einfach unfassbar große Kapazitäten hat und es ist sogar halbwegs geeignet dafür, auch für Wasserstoff, zumindest in gewissen Anteilen. Das Fraunhofer-Institut geht von einem Bedarf von ca. 30 Terawattstunden, also 30 Milliarden Kilowattstunden an benötigten Speicher im Jahr 2050 aus. Ja. Zum Vergleich haben unsere momentanen Pumpspeicherkraftwerke, damit ihr eine Größenordnung habt, eine Kapazität von ca. 0,04 Terawattstunden, also deutlich weniger. Das deutsche Erdgasnetz im Vergleich hat tatsächlich eine Kapazität von 200 Terawattstunden. Das ist echt eine Menge und das bereits 2010. Nimmt man noch die geplanten Ausbauten von damals dazu, dann sind das sogar 332 Terawattstunden. Also der Plan, pumpen wir Methan oder Wasserstoff einfach mit ins Erdgasnetz und speichern es da. Klingt erstmal ganz cool. Okay, was speichere ich denn jetzt besser eigentlich ab? Also lieber Wasserstoff oder lieber Methan? Was macht mehr Sinn? Das ist gar nicht so einfach, es hat beides irgendwie seine Vor- und Nachteile. Ja? Die Vorteile, die für Wasserstoff sprechen, ist, dass der Wirkungsgrad erheblich höher ist. Ja? Das Ganze ist günstiger als die Methanisierung, weil zum Beispiel das Auffangen von CO2 aus der Luft wahnsinnig teuer ist. Also ich habe beispielsweise dann tatsächlich, komme ich auf so ungefähr 500 Euro die Tonne, das ist halt schweineteuer.
Und es kann wirklich sein, dass ich dann gar nicht mehr genug CO2 in der Form vorliegen habe, wie ich es brauche. Ja? Also das kann halt wirklich ein Kostenproblem werden. Die Nachteile daran, Wasserstoff zu nutzen, ist, wie hoch darf denn eigentlich die Wasserstoffkonzentration in den Rohren sein, ohne dass die Rohre, also die Leitungen, die Gasverdichter und diese ganzen Maschinen, die da dran hängen, zum Beispiel durch Versprödung Schaden nehmen, wie ich es euch eben gezeigt habe. Ja? Und natürlich ist auch die Knallgasreaktion ein Problem. Also bei zu viel Wasserstoff in den Rohren könnte es halt knallen und das will sicherlich keiner. Der DVGW zum Beispiel sieht so ungefähr 10% als unkritisch an. Ja? Aber darüber wird noch ziemlich heiß diskutiert. Aber denken wir jetzt mal an die Kapazität, die ich eben genannt habe. So 200 bis 300 Terawattstunden, wahrscheinlich sind es mittlerweile eher 300, und die benötigte Kapazität von 300 Terawattstunden, dann wären 10% ja tatsächlich in Ordnung, das würde reichen. Okay, jetzt natürlich die Frage, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft zum Einsatz von Wasserstoff bzw. diesem Power-to-Gas-Verfahren? Ich fand persönlich, der Umweltrat der Bundesregierung hat es eigentlich relativ schön zusammengefasst. Wasserstoff kann ein wichtiger Faktor zur Treibhausgasneutralität sein. Ja? Dies aber nur unter der Voraussetzung, dass er umweltfreundlich und nachhaltig produziert wird und sparsam genutzt werde. Das heißt, wir sprechen hier von wirklich grünem Wasserstoff und von gezielter Anwendung. Für die Produktion von grünem Wasserstoff sind große Mengen an Ökostrom nötig und damit indirekt Flächen, Rohstoffe und Wasser. Und das ist der Grund, warum Wasserstoff nur dort eingesetzt werden sollte, wo keine effizienteren alternativen Klimaschutzoptionen zur Verfügung stehen. Ne? Umso mehr gilt diese Aussage noch für aus Wasserstoff hergestellte Produkte, zum Beispiel diese Power-to-X-Folgeprodukte, also Methan beispielsweise, bei denen halt noch weitere Umwandlungsverluste anfallen, die aus dem Grund halt noch ineffizienter sind. Eine wichtige Rolle spielt Wasserstoff und deren hergestellte Folgeprodukte in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie sowie dem internationalen Schiffs- und Flugverkehr. Ja, während der Schwerlastverkehr die Frage noch offen sei, ob sich Wasserstoff- oder batterieelektrische Konzepte oder Oberleitungs-LKWs durchsetzen. Das wäre alles denkbar. Im Stromsystem sowie im Fern- und Nahwärmenetzen sollte Wasserstoff gemäß des Umweltrates nur eine ergänzende Rolle spielen, während sein Einsatz in Gebäudeheizung und PKWs ineffizient und bei weitem teurer sei als der Einsatz alternativen Technologien wie zum Beispiel Wärmepumpen, Heizung oder E-Autos. Hier unten habe ich nochmal weitere wissenschaftliche Quellen, falls ihr jetzt dem Umweltrat aus irgendwelchen Gründen nicht traut, mit sehr ähnlichen Aussagen. Also hier könnt ihr das auch nochmal bestätigt finden. Das sind nochmal ganz andere Quellen. Und ich habe eigentlich auch noch nie irgendeine wissenschaftliche Quelle gefunden, die irgendwas anderes schreibt. Ja, also in meinen Augen ist das tatsächlich wissenschaftlicher Konsens und ergibt auch wirklich Sinn. Die bisher geplante Wasserstoffstrategie, die wir jetzt haben, erfüllt diese Kriterien, die wir da eben genannt haben, aber eigentlich nicht, also nicht vollständig zumindest. Und das kritisiere ich auch immer noch ganz offen und ich stehe auch immer noch zu meiner Aussage. Okay, ich kann jetzt dieses komplexe Thema natürlich nur anreißen, aber mein Ziel war es, hier einfach mal einen Startschuss zu setzen und eine Diskussion über eine sehr, sehr wichtige und auch sehr teure Strategie zu starten, welche in meinen Augen an vielen Stellen einfach noch verbesserungswürdig ist. Das Ganze hat aber einfach einen unfassbar großen Einfluss auf unser aller Leben, ja? Oder wird es zumindest haben. Und wir bezahlen das mit unseren Steuern und unsere Kids bekommen auch irgendwann die Quittung und einmal infolge von Erderwärmung und einmal infolge von hohen Steuern. Also auch beides wird vermutlich passieren. Deswegen sollte man hier einfach maximal effizient arbeiten, um diese Folgen möglichst gering zu halten. Ich bin halt mega gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Also bitte schreibt was dazu. Ich will wirklich eine Diskussion starten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich für dieses Video eine sachliche und ordentliche Diskussion möchte. Deswegen werde ich die Beiträge hier wesentlich strenger moderieren als beim letzten Video. Beleidigende, hasserfüllte, unsachliche Kommentare werden sofort gelöscht. Es ist mir völlig egal, ob die rechts, links, oben, unten sind. Kritik, andere Meinungen ist überhaupt kein Problem, da habe ich kein Thema mit, aber dann bitte höflich, sachlich und respektvoll und dann kommen wir auch klar.